Da findet doch tatsächlich heute eine Rallye direkt vorm Campingplatz statt. Wow. Persönlich finde ich Rallyes ja super spannend. Da durch die Natur zu heizen, würde ich selbst mal gerne machen. Also sind wir da mal hingefahren und wollten mal schauen, was da so passiert. Ja, wir sind hier gerade auf dem Campingplatz in Windön. Und als wir heute Morgen aufgestanden sind, war es schon richtig laut. Und wir dachten, was ist denn hier los? Sind gucken gegangen und wir stellten fest, dass heute eine Rallye stattfindet. Ja, hinter mir wird es gleich laut und ihr hört dann einen Subaru gleich an mir vorbei. Ja, die Rallye ist leider eigentlich nicht öffentlich. Von daher kann man nur quasi die Start- und Endpunkte der Etappen anschauen. Aber ist trotzdem interessant genug. Ja, die Fahrer kommen hier direkt von der Westküste, sind anscheinend alles Privatleute hier vom Urust Sportclub, die in ihrer Freizeit wahrscheinlich gerne an den tollen Autos rumschrauben und dann sich zum Rennen fahren gelegentlich mal treffen. Also wenn wir hier Schweden werden, muss ich mir das, glaube ich, glatt auch mal für mich überlegen. Schaut mal, und noch so ein älteres Volvo-Modell kommt jetzt auch noch gleich vorbeigeheizt. Man sieht hier ganz oft ganz junge, dynamische Menschen in diesen Volvo-Kombis, die sich geile, große Anlagen eingebaut haben. Und so einer geht jetzt hier auch gleich an den Start und paced an mir vorbei. Dauert noch. Wir sind gespannt. Wir zählen dann immer runter von 5. Sam. 4, 3, 2, 1, 0. Ja, hier startet eine weitere Etappe durch den Wald, über die Insel. Wie gerne würden wir uns da platzieren an der Kurve, um zu sehen, wie die da rumheizen und ob Staub durch die Luft fliegt. Ja, leider geht's nicht, aber gut, man kennt's ja vom Fernsehen oder vom Colin McRae-Spiel, wie auch immer. Man kann sich gut reinversetzen, wie es da wohl abgeht. Was ist das für eine Spur in der... So, wir hoffen, dieses etwas andere Video in unserem Reisefluchtblog hat euch Spaß gemacht. Lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und teilt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bernd und Annika.